Ich hab da gerade vorne irgendwie einen Einschlag gesehen von mir schoss oder irgendwas. Oder war das jetzt hier wirklich irgendein Stück Weltraumschrott, was da reingeknallt ist? Schlechte Musik, schlechte Musik, schlechte Musik. Sagt, dass wir am Arsch sind. So, okay. Haben wir das jetzt. Wenn ihr mir jetzt sagt, dass ich was vergessen habe. Hastig alles. Tief verschlossen. So. Und bitte Gegendruck. So, schön, wir sind wieder an Bord. Der kleine Weltraumspaziergang hat Spaß gemacht. So, okay. Und einmal umziehen, bitte. Wunderbar. Alles klar. Und wir speichern einmal für das großartige kommende Dead Space. Das ist ein Quatsch, ey. So, zack. Ihr speichert. So, Ricardo. Okay, wieder runter und einen sehr, 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 sehr langen Gang laufen. Also geschmeidig läuft dieser Fahrstuhl nicht, muss ich sagen. Wird wohl kein TÜV führen, nächstes Mal eben. Hab ich fast Angst. So, okay. Jetzt bin ich oben, mal schauen, ob die mich jetzt hier irgendwie bemerken. Und der Plan ist doch jetzt quasi nach... Was? Okay. Moment mal. Ach so. Moment mal. Nein. 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 Ich bin noch nicht draußen fertig gewesen. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, so eine Scheiße. Ich hätte noch draußen die Koordinaten eingeben müssen. Ach, das ist doch... Tja, dann wieder rein in den Raumanzug und ab nach draußen. Ah. Ich bin schon gewundert, was ist denn das für ein ellenlanger Gang da irgendwie? Scheiße! Ach, naja, aber die Blödheit muss bestraft werden. Scheiße. So, na dann. Ziehen wir uns mal wieder um. Ein neuer Tag. Eine neue Schicht. Wäre natürlich cool, hätte der Entwickler jetzt mal geschrieben, so, nein, ich bin noch nicht fertig. Auf ein neues. Einfach, um sowas jetzt zu vermeiden. Aber, naja, letztendlich verliert man jetzt wahrscheinlich so 4 Minuten. 5. So, dann laufe ich mal ganz da hinten hin. Ja, um jetzt mal irgendwie so ein bisschen behind the scenes zu bringen, irgendwie, das sind natürlich jetzt so Wege, die würde Benny halt knallhart in Videos wegschneiden, damit ihr euch einfach verschont bleibt. Irgendwie, oder damit ihr davor verschont bleibt. Ja, weil das ist natürlich sowas halt in einem Video zu sehen. Live ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber im Video würde das jetzt keiner sehen. Da würde man vorskippen oder so, deswegen schneidet Benny solche Sachen immer raus irgendwie. Finde ich auch ganz gut. Macht das Video tatsächlich nicht unnötig länger, als es sein muss, sagt man so. Gerade bei einem Spiel von dieser Länge halt, ne? Ich muss auch mal schauen, irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir es machen. Irgendwie, dadurch, dass wir noch ein sehr kleiner Kanal sind, wird es beim Full Game wahrscheinlich so darauf hinauslaufen, dass wir halt nicht länger als 11 Stunden Videomaterial haben dürfen. Also quasi, das hochgeladen werden muss. Also bei 11 Stunden und einer Sekunde würde YouTube sagen, du darfst nicht hochladen. Ne, irgendwie würde nicht gehen, weil wir halt keine Partnerships oder keine Partnerschaft halt mit YouTube haben. Und von daher werden wahrscheinlich so einige Sachen weggeschnitten werden. Vielleicht irgendwie die Sachen im Computer, also halt alles, was ich vorgelesen habe jetzt. Das wird dann wahrscheinlich halt eine Sache sein, die dann halt so ein bisschen eher Twitch-exklusiv dann anscheinend sein wird. Damit wir halt tatsächlich unter die 11 Stunden noch kommen. Speichervorgänge, alles solche Sachen, so doppelte Wege. Also ich denke, Benny wird einen dynamischen 1,5-Stunden-Schnitt draus machen aus dem Spiel. Nein. So, ich
Ist das jetzt hier die Konsole oder was? Ja, okay. Aus wie ein Smoker. So, 35A. Wump. Okay. Muss ich jetzt auf 35 schalten oder was? Oder muss ich jetzt auf ein Geräusch hören? Okay, hier ist Anschlag. Weiß nicht, die Geräusch tourt stellenweise so ein bisschen hoch. Okay, raff ich gerade nicht. Achso, warte mal, soll ich jetzt echt 10 Grad einnehmen oder was? Nee. Vor allem muss er ja und betätigen. Bestätigen. Ja, was bestätigen? 75? Macht er nicht. Wenn das Geräusch laut ist, glaube ich. Ja, das Problem ist, dass es sofort immer wieder leise wird irgendwie. Okay, welches Geräusch sollen wir denn achten? Lässt sich gerade für mich irgendwie ein bisschen schwer differenzieren, muss ich sagen. Controller oder Maus? 35A. Nee. Komm, im Internet steht, wenn das Geräusch sich verändert und Controller vibriert, dann drücken. Na, ist gut, okay. Vibrieren tut jetzt hier bei mir leider nichts irgendwie. Du hast halt einen ständigen Anstieg so ein bisschen, aber da ist kein Peak oder so, dass man sagen kann so, da ist es oder irgendwas. Jetzt mal kurz so eine Welle eben. Thank you.
Sehr tieffrequent. Also rund um die 65 rum. Da hat so eine Art Peak. Muss ich das während des Drehens machen? Also kann ich jetzt einfach so hingehen drücken oder muss er tatsächlich so sein? Wählen Sie die Koordinaten. Geht bei 75 einfach bestätigen drücken. Nee. Nope. Taste drehen. Muss ich nur das untere Rad drehen oder auch das obere? Dass man switcht. Nee, kann tatsächlich bloß mit diesen Tasten bewegen. Erstmal geht ja nur das untere Rad, oder? Genau. Mach mal 35 unten. Ich glaube 35 hatte ich sogar schon mal. Ganz am Anfang. Ne. Jetzt, naja, bestätigen ist bei mir immer hier über Space. Oder Enter. Das ist ein Moos. Warte mal kurz. Gehen wir kurz raus. Ja. 35A. Was soll das? Hm. Selbst das Klacken bleibt immer gleich. Ne? Man hat da so ein Klack, 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 Klack irgendwie. Hm. Okay. Die 35 bedeutet was? Also hätte ich gesagt, die 35 unten. Wäre jetzt auch meine Annahme gewesen tatsächlich irgendwie. Und das war auch mein erster Versuch. Der ging nicht. Dave hatte noch vorgeschlagen, die 75. Aber wenn du das nicht eingeben kannst, ist das komisch. Ja, eben, eben. Kann jetzt hier auch nicht so durchspammen hier. Kann jetzt mal probieren, das war jetzt halt echt mega unelegant. Also die Frequenz geht um die 60 rum sehr hoch. Steht denn vielleicht mit E-Taste, schreibt Benny. Probieren wir mal 35. Mit E ist denn also hier in dem Falle bestätigen. Vielen Dank, Benny. Nicer Boy. Sonst ist bestätigen hier mit Space. So, und jetzt die obere Koordinate dort. So, 35. Jetzt 75 also. Okay. Na los. Oben glaube ich 35 oder 75. Ich würde sagen, wenn da unten 35 ist, würde ich auch mal 75 probieren. Sieht gut aus. Wunderbar, ein tolles Teamwork. Bedanke mich an alle Beteiligten. Oder bei allen Beteiligten. So, dasselbe müssten wir jetzt glaube ich noch einmal wiederholen, ne? Irgendwie.
Speed. Ja. Okay, funkt er jetzt schon raus, aber wir hatten doch eigentlich zwei, oder? Also wir hatten noch zwei Koordinaten. Das waren jetzt 75 und 35 einnehmen. Torrance, Torrance, hier okay. Steht Ripley auf der Station. Scheinbar. Können Sie mich hören, Relaine? Ripley, was zur Hölle geht da drin? Ah, Benny, vielen Dank. Schlechte Sachen, Torrance. Hier natürlich läuft auch danke an Jojo, Dave. Es ist tödlich. Sie müssen uns hier sofort rausholen. Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Schön bitte, diskutieren. Das glaube ich nicht. Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter dem Raumfahrtterminal habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrance ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von Ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Ermöglichen Sie der Torrance anzudocken. Okay. Kann ich jetzt wieder zurück? Ja. Alles klar. So, also, Weltraumschlüpper aus. Und Windelbuchse an. Oh. Ja, tatsächlich ist das Controlling manchmal jetzt bei Dead Space über den PC recht widersprüchlich. Ne? Bei A und D war es ja auch schon so. Und wie gesagt, bestätigen war jetzt durch die Bank weg immer Space und jetzt war es E. Also vielleicht einfach so eine Einblendung von Buchstaben hätte es vielleicht an der Stelle noch gebracht. Um mal so eine ganz kleine Mini-Kritik irgendwie an diesem Meisterwerk mal anbringen zu dürfen. Hätte mir jetzt tatsächlich in zwei Situationen das Leben sehr erleichtert. Oder den Zugang hier am besten verbessert. Einfach mal alle Tasten drücken, ja, und dann ist Stream beendet. Sie haben das Internet gelöscht. Ja, nee, das mach ich mal lieber nicht. Hatte ich tatsächlich einmal irgendwann mal gemacht, irgendwie beim PC, und dann hatte ich irgendetwas eingestellt, irgendwie, was ich nur mit sehr viel Mühe wieder rausbekommen habe, irgendwie. Und da hat mir keine Fallen mitgetan, mit diesen einmal rüberwischen über alle Tasten. Machen wir lieber nicht. So. Schön. Na, so ein Weltraumspaziergang ist doch mal was Feines irgendwie. Einfach mal ein bisschen frische Luft schnappen. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn du in so einem Weltraumanzug unterwegs bist und du merkst so, hoppala, jetzt haben wir mexikanischer Abend. Hat das denn so ein Filtersystem? Hm? Ich hatte bisher nie Pech mit dieser Methode. Mit welcher? Achso, mit der einmal rüberwischen? Ja, du. Heißt ja nicht, dass du das gleiche Schicksal wie ich ereilen musst. Oder dass dich das gleiche Schicksal ereilt. Ich bin sowieso so totaler Pechvogel, was PCs angeht, irgendwie. Also ohne Benny wäre ich halt einfach knallhart hier am Arsch, muss ich sagen. Irgendwie, da könnte ich jetzt hier mit meiner, weiß ich nicht, mit meiner Playstation könnte ich noch nicht mal streamen. Muss ja nicht, wie geht. So, okay, alle klar. Na dann, geht's jetzt runter. Auf geht's. Willkommen. Halten Sie sich bereit. Wir verschwinden von hier. Ricardo? Ricardo, hören Sie mich? Ricardo, bitte komm! Ricardo? Ricardo, was ist los? Bitte melde dich. So, und da steht doch schon wieder einer mit der Pistole im Anschlag. Ich duck mich mal. Scheiße. Ganz große Scheiße. Ganz große Scheiße. Ganz große Scheiße. Ganz gut. Nee, mach zu. Rock dich hin. Ja, tob dich aus mit ihm. Scheiße. So, lass mir raten. Ich muss nach hier. Oh, ein schön knackiger Weg irgendwie. Das schaffe ich. Lärmacher und Fackeln sind gut zum Ablenken.
Okay, Problem ist aber, dass ich dann das eben wahrscheinlich in so einem Alarmmodus versetze, oder? Also, oder? Oder? Aber besser, als wenn es mich so sieht, wa? Probier mal. Echt fackel. Wo ist er? Uncool, Alter. Uncool. Schön die Tunnel zu nutzen. Martin! Du geiler Typ! Grüßt euch! Mit einem kleinen Raid! 47 Leute! Hallihallo, hallihallo! Grüßt euch! Willkommen beim Finale von Alien Isolation hier bei Benny und Steve. Wie erwischt? Hallöleli! So, kleine lustige Anekdote. Martin, vorhin habe ich deinen Stream gekriegt, hab mal wieder, ich fand's mega geil irgendwie. Martin spielt gerade Death Stranding. Und ich habe mir vorhin ein bisschen asiatisches Essen bestellt. Ja, ein bisschen gebratener Reis und so. Oder oh, Set-Ehen. Seht ihr das? Irgendjemand hat einen Alert bei Martin ausgelöst. Und ich musste so lachen, irgendwie, dass ich Reis in die Nase bekommen habe. Das war krass. Das war richtig krass. Da ist der Reis immer noch. Schönen Dank dafür, Martin, an der Stelle. Aber war wieder mega geil. War mega geil. So. Ja, probieren wir es, würde ich sagen. Okay. Dann würde ich sagen, ihr seid im Schacht verschwunden. Und raus. Und let's go. Und let's go. Muss ja mal mitnehmen. So, kickst, als wenn du kacken musst. Ja, du, was habe ich gerade? Hab ich gerade. Ich sitze hier wie Prinzessin auf der Erbsen, verstehst du? Ah, Martin. Ich sag mal, ich werde uns mal noch ein schönes Projekt mal raussuchen, weil wir beide mal zusammen spielen und dann werde ich mal sehen, wie männlich du die Sache absolvieren wirst. In welche Tonlagen du kommst beim Schreien. Ich habe gestern, glaube ich, meine neue Bestmarke erreicht. Irgendwie C8. Ja, übrigens sehr zu empfehlen. Irgendwie morgen hat er mit Martin und seiner Frau Miss Garrett, sehr unterhaltsam, sehr witzig, ehrlich, direkt, hochgradig provokant, aber auf jeden Fall immer unterhaltsam. Immer, immer unterhaltsam. Kann ich euch nur empfehlen, zieht's euch mal rein bei Martin Kisici, die Morgenlatte. I love it, I love it. Ihr hört... Ne, wie? Nein, warum ist denn das gesperrt? Wieso ist das gesperrt? So, Ricardo. Was ist jetzt? Warum muss ich denn ständig Ricardo suchen? Wieso denn, Alter? Wieso? So, der ist hier vorne drin. So, Ricardo, was ist jetzt? Kommst du jetzt mit oder was? Warum kommt der überhaupt nicht immer mit? Ricardo? Oh. Ja, das hat sich dann wohl erledigt mit Ricardo. Oh nein. Ist halt wichtig. Maske tragen. Ihr kennt es die letzten 2 Jahre. Und da sage ich jetzt auch Abstand halten. Ja, scheiße, Ricardo hat's erwischt. Wo ist er? Wo ist er? Wo? Oh Gott. Oh Gott, so, warte mal. Wo muss ich hin? Finden Sie einen Weg zum Solomon-Habitat? Okay. Komme ich da über die Bahn hin? Weil hier will ich jetzt nicht langkommen, glaube ich, ne? Alter, ich bin so am Arsch. Martin, was du wahrscheinlich noch nicht mitgekriegt hast, in der letzten Folge sind wir auf ein Nest gestoßen von den Aliens. Ich bin immer nur von einem Alien ausgegangen. Ich schwöre, ich bin so gefickt, Alter. Ich bin so gefickt. Hier sind jetzt nur noch Aliens unterwegs. Alles krasse motherfucking Mördermaschinen. Ich bin am Arsch. Ich bin richtig am Arsch. So. Ja. FFP3, genau.
So, ich würde mal probieren, tatsächlich mal zur Bahn wieder zurückzukommen, irgendwie, eventuell, um da einen Weg hinzufinden. Oder gibt es vielleicht hier hinten noch ein Türchen, wo man hingehen kann? Vielleicht über Maintains. So, tatsächlich muss ich auch wirklich die ganze... Oh, die Mucke noch da, danke. Schön, schön. Jetzt so ein bisschen aufregende Mucke, das hat mir jetzt so gewünscht. Oh Gott, oh Gott. Los, pack. Nee, mach die Lampe aus. Lauf weiter. So, tatsächlich haben wir wirklich nur ein paar begrenzte Waffen gegen die Aliens. Kannst du alles heißen, ist alles für den Arsch. Hilft alles nicht. Hilft einfach nicht. Ein bisschen Flammenwerfer, das haut dann kurz ab, aber das wartet dann nicht. Scheiße. Kanonieren. Da hinten ist es, da hinten ist es. Da hinten kommt es. Da hinten ist es. Wo muss ich denn hin? Komplett schon wieder die Orientierung hier verloren. Nein, da kommt doch her. Da kommt doch her. Oh. Lass mich doch in Ruhe. Ja, das sieht gut aus. Warte mal, hier verstecken wir erstmal kurz. Kurz mal verstecken. Kurz durchschnaufen. Oh, nee. Und hier unten auf den Bewegungsmelder sehen wir jedes Mal, wenn sich etwas bewegt in unserer unmittelbaren Umgebung. Alter, Alter, Alter. Okay. Warum ist die Tür offen? Wieso? Wieso? Warum? Weshalb? Scheiße. Und rennen. Wer bist du? Hau ab! Verpisst euch! Wer? Wie? Wer ist er denn? Wer schießt denn hier? Burn, Motherfucker! Burn! Scheiße, okay. So, das Aim wird natürlich immer automatisch vom Kampf angezogen. Okay, da hinten schießt du auch noch einer. Ach du Scheiße, ey. Na, das brauche ich jetzt ja nicht probieren, glaube ich, oder? Wenn ihr da jetzt weiter einfach nur dumm schießt irgendwie, dann könnt ihr es schaffen. I can get it. Schnell, 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 bitte ohne Alien. Nein, er trifft mich, er trifft mich, er trifft mich. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und ich höre das Alien. Oh, bitte mach schnell, bitte mach schnell. Es sind nur Luca auf meiner Brust. Schnell. Mach doch bitte hin, Mann. Los, jetzt, Rinder. Oh. Oh Gott, okay, gut. Einfach runtergefallen. So, also ihr seht, hier werden so stressfreie Spiele einfach mal ganz groß geschrieben und ganz oben auf die Tagesordnung gepackt irgendwie. Das ist, wenn ihr mal an meine Sicht geht, ich bin eigentlich 24. Das sieht nur aus wie ein 50-Jähriger. So, Schrott einsammeln. Na, können wir nicht. So, sind wir denn jetzt eigentlich da, wo wir hin wollten? Hier müssen wir hin. Da müssen wir hin. Was, aber... Okay, können wir vielleicht nach hier durchlaufen irgendwie? Dass wir hier rüberkommen. So, probieren wir es. Let's try it. So, nochmal kurz gucken hier. Alles mitnehmen. Alter, der Flammenwerfer ist ziemlich alle. So, das Alien kann sich über Luftschächte bewegen. Es kann Türen öffnen. Und das ist immer da, wo wir eigentlich hin müssen. Immer. Es wird von Geräuschen angezogen, es wird von Rennen angezogen, von Kämpfen, von Schüssen, von allem, was Lärm macht. Selbst dem hier. Und du bist
tatsächlich also immer nonstop am Arsch. Man kann es nicht anders sagen. Man ist immer am Arsch. Immer. Du bist ein Mensch hier in dem Game. Wir spielen übrigens... Oh Gott. Da stampft es schon wieder. So, wenn ihr diese Fußstampfen hört irgendwie, dann ist das eh außerhalb der Lüftungsschächte und ist in unserer unmittelbaren Umgebung. Und das kann schneller rennen als wir, also den direkten Kampf würden wir nicht überstehen. Das Einzige, was das eh so ein bisschen ablenkt, ist tatsächlich der Flammenwerfer, aber der ist fast alle bei uns. Ihr seht, steht nicht gut um uns.